Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Thomas. Heute geht es wieder mal um Fotografie. Und wir sind hier alleine. Das auch. Hallo Pia. Pia Paulin ist bei uns. Die kennt der eine oder andere. Aber nicht alle. Ich weiß, dass die Hälfte meiner Zuhörer nichts mit Fotografie zu tun haben. Und das wird sich nach dieser Folge ändern. Hallo Pia, stell dich doch mal kurz vor. Hallo Thomas und hallo Thomas. Ja, vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich. Ja, ich bin Pia Parolin. Ich bin Biologin und Fotografin und Buchautorin und ja, mache gerne Fotos und beobachte mich selbst dabei, wie ich mich entwickle und teile dann gerne meine Erfahrungen, die ich auch ein bisschen recherchiere, mit anderen Menschen. Ja, ich glaube schon, da bist du auf diversen Bühnen unterwegs, warst jetzt gerade auch in Hamburg. Erzähl mal ganz kurz deinen Werdegang in der Fotografie. Das hat ja, glaube ich, irgendwie so einen dramatischen Anfang gehabt, wenn ich es so nennen darf. Also, du bist ja berühmt geworden durch diese Promenadenbilder. Also da habe ich dich zum ersten Mal bemerkt. Das war vor, keine Ahnung, 5 Jahren so ungefähr. Ich weiß nicht mehr genau. Erzähl mal kurz. Ja, also fotografieren tue ich schon lange, einfach weil ich das auch in meiner Biologie brauche zur Dokumentation. Da habe ich aber diese rein dokumentarische Fotografie praktiziert mit Makro und allem, was dazugehört. Und irgendwann habe ich angefangen, in der Fotografie mehr eine Ressource für Freude und Entspannung zu sehen als nur Arbeit. Und da habe ich, und das fiel gleichzeitig in die Zeit, wo hier in Nizza, wo ich damals ganz zeitig, also Vollzeit gelebt habe, das Attentat war, wo ein Lastwagen über die Promenade gefahren ist und sehr, ja, ich glaube, 87 Menschen getötet hat und so. Also sehr dramatisch, sehr, sehr nah. Meine Kinder waren auch auf der Promenade und das war natürlich alles sehr aufreibend. Und dann habe ich mir lange überlegt, wie verarbeite ich dieses einschneidende Erlebnis und bin dann nach einer Weile wieder zu der Promenade gefahren und habe genau dort sehr farbenfrohe Fotos gemacht, mit dem Hintergrund, dass ich gesehen habe, wie die Menschen sich haben einschüchtern lassen, dass sie durch dieses Attentat Angst hatten, rauszugehen, Angst hatten, ihr freies, schönes, buntes Leben zu leben. Und da habe ich gedacht, nee, das wollen wir uns nicht nehmen lassen. Und deswegen habe ich diese sehr fast provozierend bunten Bilder gemacht. Und die kamen gut an. Ja, das war überhaupt nicht so geplant, dass ich mit meiner Fotografie irgendwas Großes bewirke oder erreiche oder so. Aber es hat sich einfach so ergeben und das macht dann auch sehr viel Spaß, weil ich mich sehr gerne mit anderen austausche und sehr gerne auch eben die Fotografie nutze, um dann doch wieder Aussagen zu treffen, die über das rein schöne, bunte, blaue Meer hinausgehen. Die Bilder sind ja wirklich poppig, knallig, bunt. Ne? Also ich habe das auch mal probiert. Ja, das kann man machen. Und wenn man so ein bisschen unscharf stellt und dann diesen Moment abwartet, wie da eine Promenade lang geht, das Meer im Hintergrund, alles schön ziemlich gleich gestaltet. Also das hat schon Eindruck gemacht. Wie bist du denn auf so eine Idee gekommen? Also ich meine, normalerweise sagt man ja, ein Bild muss scharf sein, es müssen alle Regeln eingehalten werden und tralala. Aber das widerspricht ja irgendwie all diesem. Ja, das war wahrscheinlich genau, weil ich bisher als Wissenschaftlerin immer alles präzise, scharf dokumentieren musste und mir gesagt habe, ich will das jetzt mal radikal anders machen. Da muss jetzt irgendwas Künstlerisches rein. Und das Künstlerische ist natürlich ein einfaches Stilmittel, wenn du dein Fotoapparat auf ein Stativ stellst und dann die Bewegungsunschärfe benutzt, dann ist es plötzlich nicht mehr zu identifizieren und nicht mehr wissenschaftlich dokumentarisch, sondern irgendwie mystisch, Genau. relativ einfach. Ja. Und das gefiel mir und dann habe ich einfach so lange rumgespielt, bis ich das im Griff hatte und das dann eben fortgesetzt und so hat sich das entwickelt, ja. Aber die Bilder sind ja nicht per se komplett unscharf. Es ist einfach, die Person ist entweder unscharf oder Bewegungsunschärfe. Und sie sind schon farbig, aber jetzt nicht unkontrolliert. Also ich bin der Meinung, es ist meistens der Hintergrund ist der Himmel und der Strand. Also es ist mal ein bisschen beige und blau. Und dann hat es einen Kontrast einer Person, die entweder gelb oder rot oder sonst farbig ist. Also es ist schon ein bisschen kontrolliert. Wenn jetzt der Zuhörer das nicht sieht, dann tönt es so, als wäre es einfach komplett bunt. Aber ich finde, es ist gar nicht, es ist einfach farbig statt schwarz-weiß. Aber es ist nicht
es ist sehr kontrolliert bunt und das gefällt mir eigentlich. Und sie passen zusammen durch das, dass immer etwa eine ähnliche Perspektive ist aufs Meer hinaus und deshalb hast du meistens auch nicht so viele Farben. Ich habe mal gelernt, dass mehr als 2-3 Farben in einem Bild nicht zwingend funktionieren. Und das ist hier sehr gut gegeben. Also finde ich schon, das macht es wahrscheinlich auch aus. Ja, die Wahl dieser Perspektive, die war schon sehr bewusst, weil ich wollte gerne dieses Minimalistische haben und ich wollte gerne etwas, was sich bewegt, was im Gegensatz steht zu etwas, was fest ist. Und fest ist auf dieser Promenade manchmal jemand, der da sitzt oder ein Geländer oder eine Bank. Und die habe ich dann komponiert in meinem Bild und habe dann auf die richtige Person gewartet, die vorbeikommt. Und weil die Promenade, wer schon mal in Nizza war, die Promenade ist relativ hoch, so ein paar Meter über dem Meeresspiegel. Und dann geht das steil runter und unten ist der Strand. Und wenn man aus der normalen stehenden Perspektive fotografiert, dann sieht man halt die ganzen Menschen unten am Strand. Und wenn man aber in die Knie geht, und ich habe das Stativ einfach immer nur so auf 20 Zentimeter Höhe gestellt, dann hast du halt diesen total minimalistischen Hintergrund, wo du nur das Meer und den Himmel siehst. Und das war mein Ziel, dass ich eben wirklich nur diese vorbeigehenden Personen habe und nicht eben diese 1000 Köpfe und Schirme und Plastiktiere und was da alles unten am Strand liegt. Ist das so durch Zufall entstanden oder hast du gesagt, huch, da ist mir jetzt so ein Bild gelungen? Wie kamst du zu diesem Konzept oder Projekt? War es ja da sicher noch gar nicht. Hast einfach nur da gestanden, okay, sieht jetzt schön aus, mache ich jetzt mal ein Bild. Und dann. Naja, also die Promenade ist für mich so eine Ressource für Freude und Kraft. Da bin ich immer schon hingegangen mit meinen Kindern zum Inline-Laufen, zum Spazierengehen, zum einfach das schöne blaue Meer genießen. Das ist einfach ein schöner Ort, wo ich mich gerne aufhalte. Und es wuselt meistens total und ich mag aber diese voll überfrachteten Bilder nicht. Und deswegen habe ich angefangen, mir zu überlegen, wie ich das eben vereinen kann, dass ich viel Zeit an der Promenade verbringe und gleichzeitig eben so ein bisschen klare, minimalistische Bilder habe. Und das ist schon überlegt, das war schon ein Denkprozess und auch natürlich für Versuch und Irrtum. Ich habe alles Mögliche ausprobiert, aber die Idee, in die Knie zu gehen, die ist mir schon recht bald gekommen. Das ist ja relativ trivial. Und dann habe ich halt da gehockt und die Leute sind um mich rumgelaufen und dann hat es Spaß gemacht und ja, und so ist es dann entstanden. Und nachher habe ich dann auch so das Ganze ein bisschen konzeptionell weiter unterfüttert, weil ich gemerkt habe, dass die Idee ganz gut ankommt, dass eben natürlich jetzt nicht bei den Menschen, die direkt betroffen sind durch das Attentat, aber Menschen, die wie ich glimpflich davongekommen sind, wo wir einfach nur uns Fragen stellen, was passiert jetzt mit unserer Gesellschaft in Europa und so. Da bin ich sehr viel in Dialog gekommen, auch mit Menschen, die sich speziell mit Terrorismus und mit allgemein traumatisierenden Erlebnissen beschäftigen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, dann nicht jetzt nur auf meine Fotografie zu achten, sondern auch auf alles, was damit so in diesem Paket da zusammenkommt. Also wenn man das mit dem Terroranschlag nicht weiß, sieht man das in den Bildern nicht, ist aber auch kein Problem. Also man kann sie auch sonst betrachten und gut finden. Meine Frage ist, wie lange macht man das, bis es langweilig wird? Weil du hast jetzt 30 Bilder auf deiner Webseite rund und es ist alles Mögliche drauf. Machst du immer noch solche Bilder oder hast du irgendwann das Gefühl gekriegt, jetzt habe ich das gesehen, es kommt nichts mehr Neues? Das Gefühl kam ziemlich bald. Weil ich bin auch ein ungeduldiger Mensch, ich mag eigentlich gerne immer mal was Neues machen. Und ich habe mir aber dann gedacht, die Serie, die ich so als erstes gemacht habe, das war noch keine kohärente Serie, da waren zu viele tausend Variablen drin. Und dann habe ich schon versucht, das nochmal so ein bisschen mich zu pushen, zu sagen, okay, komm, geh jetzt einfach nochmal hin, mach nochmal ein paar gute Bilder. Aber irgendwie kamen diese guten Bilder nur sehr stotternd dann. Ich glaube, wenn so die Anfangsmotivation raus ist, dann ist die Geduld nicht mehr da und dann, ja, so vielleicht habe ich in den letzten 4 Jahren habe ich vielleicht nochmal 5 Bilder gemacht, die mir gefallen und im ersten Jahr habe ich gleich die ersten 20 gemacht, die mir gefallen. So. Vielleicht setze ich es irgendwann mal nochmal fort, weil mir fehlt immer noch sowas. Also ich betrachte die Serie noch nicht so ganz als abgeschlossen, weil ich denke, die kann noch optimiert werden. Da sind noch viele Sachen, die ich austauschen würde. Aber im Augenblick habe ich viele andere Sachen, die ich lustiger finde. Du bist ja ein kreativer Mensch, ne? Und wie äußert sich das? Also ich habe immer so ein paar Sachen vor dir, jetzt haben wir uns ja durchlesen können, ne? Du hast uns ja die Bücher geschickt.
Ich habe manchmal so das Gefühl, also ich für mich selbst möchte irgendwie gar keine Kunst machen. Hast du ja diesen Spruch, ich möchte keine Kunst machen, ich bin, will glücklich sein. Also da muss ich echt nachdenken, weil ich mache Bilder, ich habe manchmal ein Projekt, aber mir macht das Tun einfach Spaß und dann hinter kommt ein Ergebnis raus. Aber das ist mir dann schon fast gar nicht mehr wichtig. Aber wie siehst du dich da? Du bist ja mehr so ein wirklich nachdenklicher Mensch, formulierst das alles, hast tiefe Gedankengänge dazu. Also das ist so eine ganz andere Herangehensweise. Das interessiert mich mal. Ich weiß nicht, ob das so anders ist. Also ich sehe mich auch als jemand, ich mag gerne Entwicklung, ich mag es gerne, immer mal was Neues zu machen. Und jetzt habe ich gerade einen Blackout. Sorry. Ich möchte einfach nur glücklich sein, mal, haben wir doch gesagt. Also, ja, müsste gleich mal rausschneiden. Quatsch. Naja, ja, also dieser Wunsch, Künstler zu sein oder Künstlerin, den habe ich auch nicht. Also ich bin Biologin, ich bin da auch happy und ich freue mich auch über meine Fotos. Aber ich sehe, wie ich in meiner Fotografie immer neue Herausforderungen suche. Weil am Anfang habe ich halt gelernt, mit meiner Kamera umzugehen. Das ist so der erste Schritt. Und als ich das dann alles konnte mit der Unschärfe und vielen anderen Kleinigkeiten und das, die Herausforderung raus war, da war es dann langweilig. Und dann habe ich auch wieder neue Sachen gemacht und neue Fotoserien, die ganz anders sind. Und irgendwann, also ich gehe halt auch gerne auf Ausstellungen und in Museen und so. Und ich bewundere das schon, wenn da Bilder im Museum hängen. Und ich glaube jetzt nicht, dass ich eine Qualität habe, dass ich jemals irgendwann im Museum hängen werde. Aber ich finde das irgendwie interessant, mich damit auseinanderzusetzen, warum hängt jetzt ein bestimmtes Bild im Museum und warum ein anderes nicht. Es gibt viele Bilder, die ich auf irgendwelchen relativ unbekannten Vernissagen oder sowas sehe, wo ich denke, boah, die sind richtig toll und die werden niemals im Museum hängen. Und im Museum hängen dann Sachen, wo ich mir denke, warum hängt das jetzt im Museum? Und das war so ein Gedankengang, wo ich mir, da wollte ich einfach ein bisschen mehr drüber wissen. Und ich glaube nicht, dass jeder Fotograf den Anspruch haben sollte, ein Künstler oder eine Künstlerin zu sein oder irgendwann in einem Museum zu hängen. Aber diese Weiterentwicklung, darum geht es mir. Ich möchte immer noch mal einen Schritt weiterkommen. Und ein Schritt weiterkommen heißt einfach, dass die Bilder auch irgendwann einfach eine gewisse Qualität haben, dass ich sie nicht nur auf Instagram zeige oder vielleicht mal in einer Ausstellung, sondern dass sie vielleicht ein bisschen mehr Gewicht haben, mehr Aussage beinhalten, mehr Emotionen transportieren, weiß der Geier, alles, was so einfach ein bisschen mehr anspruchsvoller ist. Und deswegen kam dieser Gedanke zu mehr Kunst in der Fotografie, weil das umschreibt es für mich. Man kann vielleicht auch ein anderes Wort als Kunst nennen, wenn ich sage, ich möchte einen höheren Anspruch haben oder ich möchte mehr Tiefgang haben in meinen Bildern. Ja, ist das Kunst oder keine Ahnung, kann das man vielleicht ist bedeutend auch anders nennen. Für dich, ne? Und wenn das andere auch so sehen, ich meine, es ist ja immer lustig, wenn ich habe manchmal so ein paar Bilder gemacht von Pärchen, was sich gestritten hat und was die Leute alles da drin gesehen haben. Das fand ich total lustig, weil das irgendwie, ich meine, ich habe diesen Schnappschuss, ich fand es total geil, dass ich genau diesen Schnappschuss hingekriegt habe. Und dann sagten die anderen, guck mal da, und der Ärmel ist noch hochgekrempelt. Das habe ich in dem Moment alles überhaupt nicht gemerkt, aber das fand ich dann irgendwie so, ja, da freue ich mich, dass dann so diese so eine gewisse Bedeutung da ist, was da alles noch so drinsteckt. Weil wir sind ja nur in dieser einen Sekunde. Also gerade Straßenfotografie muss ja diese eine Sekunde oder noch schneller muss man ja reagieren und dann das Ergebnis haben. Und dass das dann für andere dann auch eine Bedeutung hat, also finde ich irgendwie rührend. Wir wurden offensichtlich unterbrochen. Ich fange nochmals von vorne an. Du hattest gesagt, Bilder sprechen, also verschiedene Leute sehen verschiedene Bilder, in Bildern verschiedene Geschichten. Ich kenne auch ein Bild von mir, das so ist, da kann ich etwa 10 verschiedene Geschichten rein interpretieren und jeder findet es dadurch interessant. Ich glaube, so, das hat ein bisschen den Vorteil in der Straßenfotografie, dass man so viele Menschen ansprechen kann. Wahrscheinlich ist auch die Promenaden Serie ist natürlich auch mehrheitsfähig, weil es hat Strand, Sonne, spricht alle ein bisschen an. Du hast aber auch ein Projekt gemacht über Aluminium-Slaves. Ich habe den Text jetzt nicht gelesen, ich habe nur die Bilder angeguckt, so wie ich es immer mache. Ich habe früher auch bei den Comics schon nur Bilder angeguckt. Diese Serie interessiert mich aber, weil es geht offensichtlich um Menschen, die da irgendwelche Metalle aus irgendwelchen
ich sehe ein bisschen Recycling. Oder um was geht es da? Kannst du das kurz erklären? Und warum du das auch fotografierst? Neben Promenade, Strand, schön, gut, Freizeit, gut angezogene Menschen und hier Handwerker, die da was anderes tun. Ja, diese Serie von den Aluminium Slaves, wie ich sie genannt habe, die ist entstanden 2019. Da war ich in Madagaskar beruflich. Ich bin ja als Biologin dort unterwegs für Feldforschung und auch für Tagungen, wo wir unsere wissenschaftlichen Ergebnisse austauschen. Ich bin im Beirat der Association for Tropical Biology and Conservation und im Rahmen dieses Conservation sehe ich mir halt schon auch genau an, was mit den Ökosystemen, den Wäldern in den Ländern geschieht, die wir dort besuchen. Und wir waren mit einer Gruppe von Biologen dann mit einem Bus unterwegs nach der Tagung und haben uns Madagaskar angesehen. Einfach auch, um unseren Fußabdruck ein bisschen zu optimieren, haben wir da das Beste draus gemacht. Ich bin über einen Monat in Madagaskar geblieben dann. Und dann ist es zum Teil so, du fährst wie so ein Tourist halt durch diese Gegenden und der Bus hält dann an gewissen Stellen, wo den Touristen dann kleine Souvenirs angeboten werden an der Straße. Und da waren eben so kleine, habe ich gerade hier stehen, so ein Baobab aus Aluminium oder irgendwelche Lemuren aus Aluminium. Die werden dann da verkauft für ein paar Cent. Und das Normale ist, der Tourist steigt aus, kauft sich da was, fährt weiter und gut ist. Aber wie ich so bin, ich bin dann natürlich auch neugierig und ich habe halt so ein bisschen geguckt, wie geht das alles hier und habe gesehen, dass hinter dem Stand zwischen den Häusern Menschen am Arbeiten waren und bin dann, habe gefragt, ob ich da rein durfte. Das, in Madagaskar sind die Menschen alle immer wahnsinnig freundlich und auch neugierig und dann bin ich da reingegangen und habe gesehen, dass die direkt hinter diesem Stand in so einem Innenhof das Aluminium gegossen haben. Und da habe ich mich dann so ein bisschen unterhalten mit den Leuten, auch mit unserem Guide, der uns da mitgenommen hat. Und die haben mir dann erzählt, dass Ambolatami heißt diese Stadt, glaube ich, dass das die Hauptstadt für Aluminium in Madagaskar ist oder allgemein für Metall. Es wird also aus dem ganzen Inselkontinent, ist ja fast ein Kontinent, ist ja riesig groß, diese Insel, wird Metall auf legalen oder illegalen Weisen mitgebracht und in diese Stadt gebracht. Also es wird auch, ich habe das auch beobachtet in Tana, in Antananarivo, der Hauptstadt, da wurden also systematisch die Leitplanken oder irgendwelche Solaranlagen abgebaut und dann das Metall da nach Ambolatami gebracht. Und dort in dieser kleinen Stadt wird das dann verteilt und dann wird das eingeschmolzen und neu gegossen. Und das unter Bedingungen, ich glaube, wie vor 300 Jahren in Europa, also unfassbar. Die Menschen sind also wirklich mit nackten Händen und nackten Füßen, holen sie das Zeug aus dem Lastwagen, legen es auf den Boden, hauen dann mit so diesen dicken Hammern einfach so lange drauf, bis es in kleine Teile, also Motorblöcke werden da zerhauen. Und dann wird das eingeschmolzen, alles, was irgendwie schmelzbar ist. Das Feuer wird gemacht, wie bei allem in Madagaskar, mit Holzresten, mit Reisig. Da sind ja kaum mehr Wälder leider. Und die Menschen kochen ihren täglichen Reis immer mit Holz, was sie sich irgendwo besorgen in der Natur. Sie müssen immer weiter rauslaufen aus den Städten, um das zu holen. Und machen eben auch mit diesem Holzkohle, machen sie auch diese kleinen Öfen, um Aluminium zu schmelzen. Und dann haben sie so Zangen mit ihren Händen, einfach ohne Handschuhe, nehmen sie dann diese Tontöpfe, in denen das geschmolzene Aluminium ist, und gießen das in Formen, die mit Sand und anderen Metallteilen vorgeformt sind. Und das Ganze passiert in so Hütten, weil, gut, das schützt dann so ein bisschen vor der Sonne oder vor Regen, und da sind Dämpfe, da sind, also ich weiß nicht, die Menschen, die ich gesehen habe, denen fehlten meistens Zähne, die hatten überall Brandwunden. Es waren auch keine alten Menschen dabei. Ich glaube, die Lebenserwartung dort ist ziemlich gering. Und das hat mich sehr betroffen gemacht. Also wir sind dann am Ende, statt einer 5-Minuten-Pause, sind wir eine Stunde da geblieben. Ich habe da ein bisschen fotografiert. Und dann haben wir unsere Rundfahrt gemacht. Wir sind einmal so praktisch die Südhälfte Madagaskars abgefahren. Und nach 2 Wochen kamen wir in der Nähe dieser Stadt wieder vorbei. Und ich habe den Fahrer gebeten, ob wir ausnahmsweise nochmal für 2 Stunden dort halten könnten. Und das haben wir dann auch gemacht. Die anderen Kollegen im Bus, die waren auch
interessiert daran inzwischen, weil wir haben natürlich dann 2 Wochen lang diese ganzen Thematiken auch diskutiert und überlegt und so. Ja, und dann haben wir nochmal, konnte ich eben nochmal eine Fotoserie, eine Fotostrecke fotografieren, die ein bisschen geplanter war, weil ich die Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten. Und so ist das entstanden. Und ja, inzwischen habe ich das auch gedruckt. Ich möchte daraus eine kleine Ausstellung machen. Ich habe auch einen Artikel darüber geschrieben. Und es ist eine Problematik, die leider sehr weit geht, aber sehr wenig Beachtung findet. Und vielleicht kann man durch so eine etwas künstlerische Fotoserie so ein klein bisschen Aufmerksamkeit für diese Menschen erwecken. Sind sich die Touristen bewusst, wenn sie das kaufen, was da dahinter steckt? Ich denke, es gibt sicher sehr viele Touristen, die sich bewusst sind über die Probleme Madagaskars. Es gibt ja viele Länder, wo du hinreisen kannst. Und so ein Land wie Madagaskar ist nicht auf der Linie von Menschen, die sich einfach nur an den Strand legen wollen. Das sind Menschen, die interessiert sind an der Diversität von einem sehr speziellen Land. Es ist sehr schwierig, dort zu reisen. Es ist sehr, sehr, sagen wir mal, gefährlich, was jetzt Krankheiten angeht, was auch Überfälle angeht. Also das ist kein leichter Tourismus. Das ist nicht ein Land für jedermann so. Aber es ist schon ein Land, wo viele Menschen trotzdem vor Corona hingereist sind und die sicher erstmal gerne mal einmal in ihrem Leben einen Lemuren im Wald sehen wollten oder Chamäleons, diese tollen, fantastischen, bunten Chamäleons. Und ich glaube schon, dass da auch ein gewisses kritisches Denken bei ist, aber die meisten Leute, die hinterfragen es natürlich nicht. Die wollen irgendwas haben, was sie mit nach Hause nehmen und kaufen das dann und freuen sich, dass sie da einer Familie vielleicht was Gutes tun konnten und einen Dollar mehr dalassen. Aber dabei bleibt es dann auch. Und ja, wir haben da auch sehr viel drüber diskutiert. Immerhin haben diese Menschen einen Job. Die haben Arbeit, die verdienen Geld. Ihre Gesundheit bleibt total auf der Strecke. Da sind sie sich vielleicht nicht so bewusst drüber, weil sie denken, das ist normal, dass man mit 35 ins Gras beißt. Ich weiß es nicht. Also ja, es ist halt in vielen Tropenländern natürlich so, dass du als Tourist an der Oberfläche bleibst und sobald du ein bisschen anfängst zu kratzen, du dir sehr viele Fragen stellen solltest zumindest. Das ist ja quasi auch ein Beispiel, wie man sein Projekt finden kann oder wie man seine Kreativität in bestimmte Bahnen lenken kann. Du hast jetzt auch das Buch geschrieben, ich weiß nicht, das ist ja schon ein paar Tage her, wie man jetzt, sag mal, für Leute, die jetzt nicht so strukturiert sind oder die auf der Suche sind nach einem Fotoprojekt, wie man das so ein bisschen kanalisieren kann. Wie würdest du da so einen Tipp geben für die, die da ein bisschen hilflos sind? Du sagst ja mal vom Knipsen, oder gibt es so einen Weg, ne, wie man, sag mal, ein bisschen höher gelangen kann und ein bisschen mehr Bedeutung oder ein bisschen mehr Relevanz erzielen kann? Wie kannst du denen da ein bisschen helfen? Ja, da wäre mein erster Tipp, das nicht unbedingt im Urlaub zu machen, weil im Urlaub willst du gerne etwas fotografieren, nimmst dir die Zeit, aber du kannst nicht unbedingt wieder an den Ort zurückkehren. Also ich glaube, eine Serie oder ein Projekt wird eigentlich dann gut, wenn du wirklich Zeit hast, immer wieder zurückzukehren. Und das Zweite, jeder sollte sich mal fragen, wo habe ich speziell Zugang zu? Was ist mein Thema, wo andere vielleicht nicht so genau direkt den gleichen Zugang haben? Das kann Sport sein, das kann irgendeine Freizeitaktivität sein. Ich kenne Menschen, die fabrizieren Messer in ihrer Freizeit. Die haben diese ganze Fähigkeit, ein richtig tolles Messer zu machen. Und wenn du so einen Menschen kennst und sowas dann dokumentierst, weil er dein Nachbar ist oder sowas, das macht viel mehr Sinn, weil da kannst du immer wieder hin und dann hast du eine neue Idee und dann hast du nochmal eine neue Idee für eine neue Perspektive oder kannst den nochmal interviewen zu irgendwas. Und so kann deine Geschichte sich entwickeln und du hast Zeit. Weil ich finde es immer sehr schwierig, etwas zu entwickeln, wenn ich keine Zeit habe oder wenn ich weiß, okay, da ist jetzt eine Woche oder 2 Wochen in Madagaskar und dann ist das Ganze vorbei und ich komme da nie wieder hin. Das finde ich sehr stressig und dann fällt mir nachher die besten Sachen fallen mir dann ein, wenn ich wieder zu Hause bin. Und ja, das kann funktionieren. Man kann natürlich auch ein kleines Projekt in den Ferien machen, aber ich finde es sinnvoller, wenn es im ganz normalen Alltag verankert ist und irgendwas mit dir selbst zu tun hat, mit deinem Beruf, mit deinen Bekanntschaften, mit deinen Hobbys. Wenn du dann ein Thema findest, das dich einfach auch interessiert, das Interesse ist ganz wesentlich. Du musst dafür brennen. Wenn du da nicht total begeistert von bist, dann schmeißt du das nach 2 Tagen in die Ecke, weil du denkst, naja, okay, das war's dann doch nicht. Aber wenn es wirklich dein Thema ist und du merkst, da
da kommst du weiter und du liest etwas dazu und dann findest du nochmal was Neues und das packt dich noch mehr und dann, oh, und dann, ja, diese Begeisterung, die bringst du ja auch mit in die Fotos, die du machst. Weil wenn du dich selber langweilst bei deinen Fotos, dann sind die Fotos auch langweilig. Aber wenn du selber total begeistert bist und dann hast du auch diese Kreativität, diese wahnsinnigen Ideen von einer ganz neuen Perspektive oder einer ganz neuen Fragestellung, die hast du sonst nicht, weil du dir gar nicht die Zeit nimmst, dich damit auseinanderzusetzen. Ja, und wenn du vor allem das Gleiche immer fotografierst, solange es Spaß macht, am Anfang hast du noch Mühe mit der Kamera und mit der Einstellung und allem und irgendwann ist das vorüber und dann hast du dann wirklich dann auch neue Ideen, wie du das noch fotografieren könntest. Weil es geht ja darum, dass du das Gleiche aus verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Blickwinkeln, verschiedene Techniken, das ist ja hier unser Stuhlprojekt, Thomas. Ja, genau. Wir haben 100 Bilder von einem IKEA-Stuhl, haben wir 100 Bilder von gemacht, aber es sind hier noch viel mehr geworden. Man glaubt gar nicht, so ein oller schwarzer Stuhl, was der Thomas hat den dann, glaube ich, noch im Feld da und in die Luft geworfen und ich bin einfach nur näher angegangen. Und wenn du das Gleiche von einem Ort machst, wo du regelmäßig hin kannst und gewisse Dinge kommen erst später in den Sinn, das ist schon sehr wichtig. Und ich denke, irgendwann musst du sowieso die Fotografie, die Technik vergessen und nur noch versuchen, in Bildern oder in Geschichten zu sehen. Und wenn du das mal geschafft hast, und die Person kennst du ja offensichtlich, und dann hast du ist die persönliche Ebene auch kein Problem. Wenn du fremde Leute fotografieren musst, bist du ja noch gehemmt. Und sobald du die Person gut kennst, kannst du irgendwann dann wirklich frei fotografieren. Ich glaube, das ist auch noch wichtig. Ich kann mich erinnern an einen Rundgang in einer Uhrenfabrik. Da hatte ich auch am Anfang Probleme, nahe an die Leute ranzukommen mit dem Makro. Mit dem Teil habe ich die fast berührt, aber nach einer halben Stunde habe ich da gemerkt, die sind da am Arbeiten, die stört es nicht. Einfach immer drauf. Und wenn du das natürlich mit jemandem machen kannst, der du gut kennst, und dann gehst du nach Hause, guckst dir die Bilder an und siehst dann, was du noch besser machen könntest. Und wenn du das 20 Mal machen kannst, dann kommt schon was Gutes raus. Das sehe ich schon so. Ja, ich habe diese Abbildung von dir im Buch vor Augen, wie war das mal, vom Konzept zum Bild, dieses Überlegen, warum, suchen wie, sehen wo, auslösen womit, auswählen was und zeigen wem. Also das ist das Letzte, dann also die Krönung der Schöpfung, wo du gesagt hast, jetzt bin ich endlich im Museum. Aber diesen Weg hier, ich glaube, so weit denkt ja nicht die Mehrheit, ne, sondern dieses Überlegen, warum, das ist ja schon mal, normalerweise so ein Streetfotograf sagt, ja, ich gehe jetzt mal raus. Ne? Und dann sagen wir, die beginnen mit dem Suchen. Aber dieses Überlegen, warum, das fand ich schon so ein Step, der noch so ein bisschen interessanter ist. Ja, ich denke, das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Also das eine sehe ich so, ich habe jetzt einfach Lust, ich habe Zeit, ich gehe jetzt mit meiner Kamera los und gucke mal, was auf mich zukommt. Und das macht total Spaß. Das ist dieses impulsive drauf losgehen. Und da bist du einfach... Wenn du Glück hast, kriegst du total Überraschungen und das macht unheimlich Spaß. Aber es gibt halt sehr häufig den Moment, wo dir vielleicht auch gar nicht so richtig was einfällt oder wo du so ein bisschen blind durch die Stadt gehst, weil einfach zu viel los ist oder du nicht ganz konzentriert bist. Und dann hilft es natürlich, wenn du so ein bisschen vorgedacht hast, wenn du schon irgendein Projekt hast, an das du anknüpfen kannst, wenn du irgendeine Serie hast, die du fortsetzen willst und auch um was Neues zu entwickeln. Ich finde das immer schön, wenn ich... erstmal, bevor ich losgehe, überlege, was möchte ich denn gerne machen und was möchte ich erreichen und wen möchte ich ansprechen. Vielleicht möchte ich das auch nur für mich machen, möchte gar keinen ansprechen, aber es gibt vielleicht irgendeine Stimmung auch im Augenblick. Ich bin gerade total gut drauf oder ich bin gerade total deprimiert und das äußert sich ja auch in den Fotos und wie gehe ich jetzt los und was mache ich dann in dieser Stimmung? Das damit hängt dann auch zusammen, ob ich vielleicht mal schwarz-weiß fotografiere einen Tag lang oder so. Also das sind ja alles so Sachen, die kann man impulsiv machen, aber wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann hat man am Ende, oder habe ich jedenfalls so die Erfahrung gemacht, habe ich am Ende Ergebnisse, die mich mehr zufriedenstellen, weil ich sie kohärenter finde, weil es einfach ein bisschen mehr Hand und Fuß hat und nicht einfach nur, ich gehe jetzt in die Stadt und knipse ein bisschen Leuten ins Gesicht oder so. Vielleicht ist ein Gutes dabei. Ne? Aber, ja. Nee, stimmt schon. Also das, ja. Ja, aber es hilft auch zu wissen, eben, was man fotografieren möchte. Dann sieht man auch diese Dinge. Das ging mir oftmals so, dass man das irgendwie vorab schon klären muss, was möchte ich fotografieren oder in welche Richtung möchte ich gehen und mit welcher Kamera nicht den ganzen Rucksack mitschleppen. Das hatten wir schon ein paar Mal diskutiert, einfach
Ja, zuerst wissen, was man will, und das, dann das Werkzeug mitnehmen und dann genau das tun, was man wollte. Ja, die Intuition darf nicht auf der Strecke bleiben, ne? Dass du einfach auch spielerisch, intuitiv dich ablenken lässt von irgendwas und dann Spaß in dem Moment hast. Das ist schon ein wesentlicher Teil der Fotografie, gerade wenn du das einfach nur zum Spaß machst oder eben in der Street Photography spielt das eine große Rolle. Aber ich bin ein großer Fan davon, dass man beide Sachen sehr viel macht. Also sehr viel nachdenken, aber auch sehr viel intuitiv machen. Und das immer so im abwechselnd, in einem guten Gleichgewicht. Ich glaube, das ist am zielführendsten. Wenn ich sage, nee, ich will überhaupt nicht nachdenken, ich will einfach nur entspannt rumfotografieren, dann ist es sehr einseitig. Und wenn ich immer nur mit dem Kopf dabei bin, dann wird es halt auch sehr kopflastige Bilder, die auch nicht so das widerspiegeln, was ich vielleicht sagen will. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man sich beides so ein bisschen bereithält. Apropos beides, machst du auch mehrere Projekte gleichzeitig oder ist das so eine Sache, sagst du, ich mache lieber das eine oder das andere? Also ich habe immer so mehrere Sachen, die gleichzeitig laufen. Wenn ich was sehe, dann sage ich, mache ich in meinem Rot-Weiß-Filter, also jetzt in meinen Gedanken, mache ich den Rot-Weiß-Filter wieder an oder ich mache die Doppelbelichtungen oder ich mache verschwommene Sachen. Wenn ich da sowas sehe, dann packe ich das da einfach rein. Ist ja nur für mich. Aber es gibt Menschen so wie du oder die Situation ergibt sich so, sagt man, oh nee, ich, das lenkt mich ab, das andere. Bist du so ein linearer Mensch oder wie auch immer? Ach, ich glaube, das ist unterschiedlich. Also als Frau ist ja das Klischee, dass ich Multitasking kann. Aber, ihr ja nicht. Genau, und ihr nicht. Aber ich glaube, das ist ein Trugschluss. Also ich bin häufig, mache ich 1000 Sachen gleichzeitig und häufig gehe ich aber auch auf den Punkt, weil ich eine Sache wirklich fortsetzen will. Das hängt ganz von der Stimmung ab. Und da bin ich wirklich stimmungsgetrieben, weil ich glaube, dass das wesentliche Schlüsselelement ist, und also damit steht und fällt alles, ist die Begeisterung. Und wenn du in dem Moment begeistert bist für dein Thema und für dieses Projekt und dafür brennst, dann gehst du in die Stadt und machst genau dieses Thema. Und dann guckst du, alles, was dich ablenkt, das interessiert dich gar nicht. Und an anderen Tagen habe ich vielleicht kein konkretes Projekt im Kopf und dann lasse ich mich einfach treiben und freue mich auch über neue Sachen. Also ich glaube, das ist manchmal so und manchmal so. Das ist stimmungsabhängig. Du gibst in deinem Buch ja auch noch jede Menge Tipps mit sehr vielen Fragen. Das fand ich total interessant. Und diese Statements dazu, die korrelieren dann irgendwie. Also ich kann mir gut empfehlen, dein Buch. Und am Ende kommst du so ein bisschen, da kam noch die Frage zwischendurch, kam mir dann, warum überhaupt dieser Ehrgeiz? Also der Thomas ist ja auch so ein Typ, ne? Der sagte, der musste in seiner Zeit, 100.000 Follower kriegen. Ich weiß nicht, ob das dein Ziel war, das mutmaße ich jetzt einfach. Frage ich euch jetzt beide mal. Also das viele haben ja so da, jetzt muss ich auch was zeigen oder sowas. Also das würde ich gerne mal von euch beiden wissen. Fang du mal an, Pia. Nee, ich habe da überhaupt keinen Ehrgeiz. Also ich zeige gerne, was ich mache. Ich teile das gerne, natürlich. Tut dem Ego gut, macht Spaß. Aber das ist überhaupt nicht meine Grundtriebfeder. Ich glaube, meine Grundtriebfeder ist einzig und allein meine Hyperaktivität. Ich muss immer irgendwie mein Gehirn beschäftigen, sonst gehe ich die Wände hoch. Und dann habe ich halt immer irgendwelche kreativen Sachen im Kopf, die ich umsetzen muss und trage die dann auch in die Welt raus, weil ich halt ich bin halt ein lauter, extrovertierter Mensch. Ich rede gerne mit anderen und dann erfahren die auch immer alles über meine Projekte. Aber das ist, also ich habe gar nicht viele Follower, das interessiert mich auch gar nicht. Ich bin zwar in den sozialen Medien oft unterwegs, weil mir das Spaß macht zu gucken, was andere machen und so, aber ich habe da null Strategie, wenn ich irgendwas poste. Ich habe null Hintergedanken. Also nee, das interessiert mich überhaupt nicht. Und du? Okay. Also bei mir war es ja so, ich kann mich erinnern an den ersten Tag in einem Fotokurs. Also Kamera habe ich einfach gekauft, um das mal auszuprobieren, aus Langeweile. Und beim ersten Mal, wo wir irgendwas geübt haben, habe ich da durchgeguckt, ein Bild gemacht und das angeschaut und gesehen, wie langweilig und wie blöd das war und dass die anderen viel besser fotografiert haben oder der Fotolehrer und ich dann mir gesagt habe, ich möchte das auch können, ich möchte da irgendwie besser werden und der Ansporn war eigentlich, das zu lernen und dann ging es einfach immer weiter und wollte immer weiterkommen und natürlich wollte ich ich kann mich auch erinnern, in der Schule hat mich eine Lehrerin mal gefragt, was ich werden möchte. Und die Antwort war, glaube ich, ich weiß es nicht, das ist auch egal, ich möchte einfach berühmt werden. Geht doch. Und ich glaube, das habe ich erreicht.
Das Problem ist natürlich dann, wenn du irgendwann mal oben oder weit oben angekommen bist, wird es immer schwieriger, dich zu steigern. Und wenn dein Ansporn ist, besser zu werden, und dann jetzt irgendwann einfach nicht mehr möglich. Und dann ist es auch frustrierend, habe ich das Gefühl. Und deshalb habe ich wahrscheinlich auch aufgehört, weil einfach der Anspruch an mich zu hoch war, besser zu werden, und der Aufwand immer größer wurde, überhaupt das zu erreichen. Und ich natürlich auch ein Thema tot fotografiert habe, das kommt noch hinzu. Und ich keine Lust hatte, wieder an einem anderen Ort ganz unten anzufangen. Obwohl die Technik ist ja immer die gleiche, mehr oder weniger. Muss noch ein bisschen Zusatznutzen oder Wissen haben, wenn du jetzt in ein anderes Gebiet eintauchen möchtest. Aber da wieder alles von vorne anzufangen, hatte ich keine Lust. Die Pia wollte uns ja auch einladen nach Nizza, ne? Dass der Thomas wieder Lust an das Fotografieren kriegt. Ich glaube, wir hatten ja irgendeine Folge, da hast du da ins Kommentar geschrieben. Das war so eine Challenge, da hatte ich mal mit Kai Beermann, haben wir da so ein bisschen drüber geredet, dass wir versuchen, Thomas Leutert wieder zum Fotografen zu konvertieren. Ist aber als Scherz gemeint. Die Idee ist ja nicht schlecht, das Problem ist halt, das habe ich auch dort erzählt, dass sich die Welt so wenig schnell ändert, wie ich mich langweile. Und das ist einfach, also man muss mich da mit irgendeiner Herausforderung konfrontieren, wo ich sage, okay, das probiere ich aus oder das möchte ich versuchen. Aber sonst, ich habe mir überlegt, ob ich da hin will und was ich dann machen würde. Ich habe auch meine Bilder angeguckt von dort. Ich war ja einmal über Weihnachten, Neujahr dort, habe nur etwa 10 Bilder hochgeladen. Ja, wahrscheinlich hätte ich vielleicht 2-3 Tage Spaß, aber dann wäre es wahrscheinlich auch wieder vorbei. Ich weiß es nicht. Kannst du es ja mal ausprobieren. Also die Einladung steht weiterhin für euch beide natürlich. Würde ich mich freuen. Wir können auch einfach nur einen Kaffee trinken und aufs Meer gucken. Wahrscheinlich kommt da mehr bei rum. Mein Bruder hat sogar gesagt, komm, ich fahre runter mit dem Tesla, hat einen neuen Tesla. Ach. Ich komme auch mit. Und ich habe gesagt, nee, ich habe eigentlich gar keine Lust, dahin zu fahren. Ich weiß es nicht. Also ich bin irgendwie seit 5 Jahren bin ich nicht mehr so motiviert, so weit zu reisen. Ist ja auch alles sehr löblich in Anbetracht der heutigen Klimadiskussion. Ja, natürlich. Aber wenn man überlegt, dass ich vor 5 Jahren oder 6 Jahren so 20 Destinationen im Jahr besucht habe und jetzt die letzten 2 Jahre gar nichts mehr. Mein Radius auf Google, kriege auf Google Maps immer so eine monatliche Auswertung, wo ich war. Früher waren das riesig viele Destinationen und heute so ein Radius von 20, 30 Kilometern mit dem Fahrrad fahren kannst. Ist eigentlich bedenklich, aber andererseits auch okay, weil es passt mir ja hier, ich bin dort glücklich, ich habe ja alles. Warum muss ich da noch weit reisen? Ich könnte jetzt ganz gemein sagen, du bist ja auch gerade jetzt 50 geworden. Ja, natürlich. Es liegt wahrscheinlich auch daran. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Also man wird langsamer und schwächer und hat weniger Interesse. Ihr Bösen. Nee, aber die Frage ist schon, meine Frage ist, wie behält man die Motivation langfristig? Du fotografierst zwar noch nicht so lange, aber relativ intensiv. Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass man irgendwann am Ende ist? Ja, deswegen schreibe ich ja jetzt Bücher. Stimmt. Also ich bin in gewisser Weise bin ich ein bisschen ähnlich wie du, weil ich auch immer mich weiterentwickeln will, immer neue Challenges suche, immer irgendwas suche, woran ich wachsen kann und mich mit mir selber messen kann, ohne dass das jetzt eine Paranoia ist. Das macht mir einfach Spaß und es ist ja auch produktiv und es ist lustig, auch mit Freunden zusammen zu machen. Aber ich habe nach wie vor eine große Ressource in meiner Biologie. Das ist ein Fass ohne Boden. Da kann ich so lange weiter forschen, bis ich umfalle. Da wird immer noch was Neues kommen. Und in meiner Freizeit mache ich dann eben mehr Fotografie. Beziehungsweise ich habe es zwischendurch auch beruflich gemacht. Ich habe 2 Jahre lang richtig als Fotografin und Buchautorin gelebt und mein Geld verdient. Und da habe ich schon auch immer diese Weiterentwicklung gesucht, aber ich versuche es mir auch zu erhalten. Das ist so wie der Blick aufs Meer, weißt du? Ich bin 16 Jahre jetzt regelmäßig in Nizza, manchmal das ganze Jahr, manchmal weniger, aber dieser Blick aufs Meer, dass mir der immer noch diese Freude bereitet, das ist auch eine innere Einstellung, eine Haltung, die man sich vielleicht so ein bisschen antrainieren kann. Und das gilt auch in der Fotografie. Also ich kann häufig auch mit meiner Kamera in der Hand nicht mehr so viel anfangen, weil dieser totale Begeisterungsmoment fehlt. Das ist so, wie du gesagt hast, je weiter man sich entwickelt, desto kleiner werden die Erfolgsschritte. Ne? Du hast halt immer größere Hürden, um nochmal wirklich was Neues, Tolles zu erreichen. Am Anfang ist es, wow, jetzt kann ich endlich irgendwie die Tiefenschärfe beherrschen. Und am Ende sind es halt solche Details, die so schwer sind,
dass es dann schon wieder sehr anstrengend ist. Aber ich versuche mir so die Freude schon so ein bisschen daran zu erhalten. Aber ich entwickle mich eben auch immer in irgendwelche neuen Richtungen. Dann schreibe ich ein bisschen mehr Artikel für Zeitschriften oder eben Bücher oder mal sehen, was jetzt als nächstes so kommt. Apropos Schreiben, du sagst ja auch, dass der Text dazugehört. Also ich glaube, der Thomas hat ja auch mal ein Jahrbuch oder irgend so ein Bildband gemacht und sich bewusst dafür entschieden, keinen Text dazu zu machen. Du siehst das ganz anders, ne? Text gehört dazu und du bist dann quasi, durchlebst deine Bilder nochmal aus einem anderen Winkel oder wie auch immer. Da gibt es auch zwei Herangehensweisen, die ich beide als gerechtfertigt empfinde. Also wenn ich in ein Museum gehe und mir ein Bild angucke, ob das jetzt ein gemaltes Bild ist oder ein Foto, dann gibt es manche, die mir spontan was sagen, wo ich dran kleben bleibe, einfach weil ich selber so eine Emotion durch dieses Bild empfinde, die irgendwas mit meiner eigenen Biografie zu tun hat. Der Maler oder der Fotograf kann mich ja gar nicht kennen, der weiß gar nichts von mir und deswegen kann er mir nicht irgendeine Message schicken, aber ich sehe etwas in dem Bild, was irgendwas mit mir zu tun hat, was ich erlebt habe, was ich gefühlt habe oder so. Und das finde ich eigentlich sehr schön und sehr wertvoll. Aber dann gibt es eben Fotos oder Serien, die kann ich einfach nicht verstehen, so wie meine Promenadenserie. Wenn du die siehst, dann denkst du, ja, schöne Urlaubsbilder. Aber wenn du dann den Hintergrund weißt, dass es eben ein halbes Jahr nach dem Attentat entstanden ist und dass das alles im Zusammenhang steht, dann kriegt das Ganze eine ganz andere Dimension. Und ich finde, beides hat seine Rechtfertigung. Und ich bin auch nicht prinzipiell immer so, dass ich überall Legenden dran schreibe. Im Gegenteil. Ich finde es eigentlich ganz schön, Bilder für sich selbst sprechen zu lassen. Aber es gibt manche Serien, wie jetzt auch die Madagaskar-Serie, wenn ich die nicht wirklich erkläre, dann sprechen die Bilder bis zu einem gewissen Punkt, aber sehr viel mehr könnt ihr daraus auch nicht lesen. Okay. Ja, es kommt natürlich sehr stark darauf an, was auf dem Foto zu sehen ist und wie viel Wissen man benötigt, um das Ganze dann zu erfassen. Ich habe noch was zum deinem Job. Wie viel Anteil deiner Zeit ist dein Biologen-Job? Oder mit dem verdienst du dein Geld und in der Fotografie gibst du es aus? Wie sieht das aus? Ziemlich genauso. Naja, also ich habe halt Biologie studiert und mein ganzes Leben als Biologin gearbeitet und habe dann irgendwann vor 5-6 Jahren mir überlegt, dass ich mehr Zeit für Fotografie und Kreativität haben möchte und habe dann reduziert auf Halbzeitarbeiten. Das war sehr gut. Da habe ich eine sehr gute Balance gehabt. Dann kam Corona, Verschiebungen, Verreisen, alles Mögliche. Dann habe ich aufgehört, in der Biologie zu arbeiten. Ich habe keine Projekte beantragt. Also ich habe Anträge gestellt, die sind nicht durchgekommen wegen Corona-Geschichten. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich mal ganz schön. Und dann habe ich eben als Fotografin und Buchautorin mein Geld verdient. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist alles nicht so cool, wenn ich damit mein Geld verdienen muss, weil dann bleibt der Spaßfaktor ganz schnell auf der Strecke. Ja. Und dann bekam ich wieder einen Projektantrag zugetragen aus der Biologie und habe gesagt, mache ich gerne, aber nur halbtags. Und wie ich so bin, ich in der letzten Sekunde übrigens mit einem Fotografen aus Nürnberg, mit Bernd Telle, der gerade zu Besuch war in Nizza, mit dem wollte ich eigentlich an die Promenade und wir saßen im Auto, waren schon auf der Autobahn, da kam ein Anruf aus meinem Institut, die haben gesagt, du musst jetzt heute noch diesen Vertrag unterschreiben, weil sonst kriegen wir den nicht mehr durch. Und dann bin ich mit Bernd Telle auf der Autobahn direkt runtergefahren, U-Turn, bin zum Institut gejettet, habe den Vertrag unterschrieben, bin wieder auf die Autobahn und dann sind wir nach Nizza rein und haben fotografiert. Und dann habe ich ein paar Tage später kriege ich den Vertrag und da stand drin, dass es eine Vollzeitstelle ist. Und ich habe das noch nicht mal gelesen. Also, ja, so bin ich. Also, jetzt habe ich eine Vollzeitstelle und will eigentlich gar nicht. Aber gut, das lässt sich auch wieder irgendwann zurückdrehen. Aber so ein bisschen dem Glück vertrauen ist ja eigentlich auch okay. Ne? Ja, aber meine Entscheidungen fallen eigentlich immer so. Also, ich habe schon sehr viel Spontanes in meinem Leben, obwohl ich sehr strukturiert und sehr determiniert bin. Aber ich kann auch sehr chaotisch sein. Hast du denn gerade laufende Projekte, außer, also das, was du jetzt gerade erzählt hast, sind da noch irgendwelche Sachen, die, ich fand jetzt, ich glaube, auf deiner Homepage ist irgendwas mit Jugend und Pubertät, das fand ich auch ziemlich interessant. Das ist hoffentlich abgeschlossen, das sind meine eigenen Kinder. Gut. Nein, das ist jetzt ein Spaß. Nein, das war ein Projekt, das habe ich mit meiner Tochter gemacht, mit der ich eine sehr heftige, pubertierende Zeit durchgemacht habe.
Und das als Pubertier. Das Pubertier, genau. Und als das dann so ein bisschen vorbei war, habe ich da dieses Fotoprojekt gemacht, mit ihrem Einverständnis natürlich. Mhm. Und ja, das war eine schöne kleine Sache, aber nee, das arbeite ich nicht weiter aus, das hat mir dann genügt. Nein, ich habe im Augenblick eigentlich zwei Sachen, die ich mache. Also eins, da versuche ich auch meine Biologie so ein bisschen mit unter den Hut zu bringen, das ist das Thema Plastik, Plastikverschmutzung. Da habe ich begonnen, Plastikteile am Strand aufzusammeln und zu fotografieren und so sehr bunt und wertschätzend darzustellen. Und das möchte ich weiter ausbauen. Da habe ich schon viele Leute, die mich darauf angesprochen haben, die das mit mir weiter ausbauen wollen. Da müssen wir mal sehen, wie so die nächsten Schritte sind. Und das andere, das ist immer noch diese Sache mit den Terrorbewältigungen und so. Da bin ich mit einem anderen Fotografen aus Berlin, Boris Buchainski. Der hat ein großes Projekt ins Leben gerufen, das heißt Hashtag Not Afraid. Und der sucht alle Orte auf in Europa, wo Terroranschläge stattgefunden haben. Und spricht dann mit den Menschen, macht dort Fotos, auch von den Gedenkstätten und sowas. Und der organisiert sehr viele Workshops mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Theatergruppen. Und über diese Schiene kann er dann auch Menschen helfen, die wirklich ein bisschen Schwierigkeiten haben, wieder zum normalen Leben zurückzufinden. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Herausforderung. Da bin ich jetzt gerade, habe ich gerade zwei Workshops geleitet über das Thema auf einem einfachen Niveau. Ich bin keine Psychologin, also ich gehe da nicht zu sehr in die Details. Das ist ein sehr heikles Thema. Aber mit Jugendlichen, die so ein bisschen sich selbst ausdrücken wollen und versuchen wollen, ihre Emotionen darzustellen, in Bildern darzustellen und mit einem Fotoapparat umgehen lernen wollen. Das mache ich jetzt gerade. Da habe ich gerade zwei Workshops gemacht, die auch sehr gut angekommen sind, wo die Jugendlichen Spaß hatten. Und das sind zwei Projekte, die ich ausbaufähig finde. Also mal sehen, was jetzt so kommt. Und am 30. November kommt ein Buch raus, wo du zusammen mit Siegfried Hansen gemacht hast, mit offenen Augen, eine Wahrnehmungsschule für die Streetfotografie. Ja, genau. Das war auch eine schöne Überraschung, weil ich war irgendwann in der erste Reihe Galerie von Bastian Hertel in Hamburg und habe da mit Bastian geplaudert und Siegfried war dabei, beziehungsweise Siegfried hat uns zusammengeführt. Und dann sagte Siegfried, ach, ich würde gerne mal ein Buch schreiben, aber ich kann besser fotografieren. Willst du nicht mit mir ein Buch schreiben? Das ist doch toll. Was für ein tolles Angebot. Ich meine, da bin ich natürlich begeistert gewesen. Also vom Groupie, wow, Siegfried Hansen, werde ich jetzt zur Co-Autorin. Ja, und das haben wir wirklich, das war eine sehr, sehr schöne, harmonische Geschichte. Das ist alles in Corona-Zeiten entstanden. Das heißt, wir haben uns nullmal persönlich getroffen. Also wir kannten uns vorher schon persönlich, aber wir haben uns während des ganzen Entstehungsprozesses immer nur auf Skype stundenlang unterhalten, gequatscht, gelacht. Und das Ganze ist extrem harmonisch vonstatten gegangen. Es war ein sehr schönes Projekt. Und ja, jetzt ist es im Satz und unseren Teil haben wir gemacht. Und jetzt freue ich mich, es bald in der Hand halten zu können. Ja, Glückwunsch. Ja. Siegfried, den habe ich auch mal kennengelernt, der sagte, ja, nee, ein Buch oder sowas war überhaupt nicht in seinem Sinne. Ne? Aber wahrscheinlich irgendwann sagt man, ja, da hast du genug Material zusammen und jeder macht ja, ich habe, glaube ich, auch mal so eine Reminiszenz gemacht oder man guckt sich ja auch manchmal andere Fotografen an, hier den Thomas, habe ich auch mal die Hitchcock-Szene nachfotografiert. Das ist ja auch eine Herangehensweise. Ne? Und da bin ich mal gespannt, wie das bei euch beiden da aussieht. Hast du auch Bilder dann dazu gesteuert oder sind das mehr seine Bilder? Es sind, sagen wir mal, 80% sind seine Bilder. Am Anfang habe ich mich gar nicht so getraut, aber dann habe ich gesagt, guck mal Siegfried, ich hätte dieses Foto oder jenes, was auch so zu diesem Text passt, was hältst du davon? Und dann habe ich einfach ein paar Bilder mit reingetan, habe gesagt, schmeiß alles raus, was du nicht dem Standard gewachsen findest. Naja, aber es sind dann doch auch einige drin geblieben, das finde ich natürlich auch ganz schön. Sehr schön. Ich kann mich erinnern, das erste Buch, was er machen wollte, war bei einem Verlag und der hat da durchgeblättert, der Verlagsleiter, gesagt, ja, schöne Bilder zum Schluss, hat er zugeklappt, kann man nicht verkaufen. Und hat es dann abgelehnt. Dann hat er ein Buch gemacht, Hold the Line, im 2015. Das habe ich auch mal irgendwo gesehen. Einfach mit seinen grafischen Bildern. Also er ist schon, soll ich sagen, das ist schon verkäuflich, denke ich mal. Es ist dann einfach ein bisschen abstrakt für viele Menschen. Und jetzt, wo du es machst mit offenen Augen, denke ich, dann ist auch eine Methodik dahinter. Und das lässt sich wahrscheinlich besser verkaufen, als einfach nur die Bilder selber. Also ich bin da sicher interessiert, das mal anzuschauen, weil ich fand immer faszinierend, was er sieht. Also, ja. Zuerst habe ich die Bilder gesehen, dann habe ich ihn persönlich getroffen
Und dann gemerkt, er sieht das wirklich genau so, wie er es fotografiert. Das ist weder gestellt noch irgendwie inszeniert. Also es ist Laden wir ihn doch ein, sprechen wir mal drüber. Stimmt. Ja. Und noch ein Fun Fact: Siegfried Hansen hat mir erklärt, wie Flickr funktioniert. Ich habe es dann noch ein bisschen perfektioniert am Schluss. Du Trickser, du. Und ich habe immer noch 94.000 Follower dort. Das obwohl, ist, da nichts gehört, ne? Obwohl da nichts passiert. Großartig. Sehr schön. Du bist jetzt morgen weg oder sowas? Hast du da irgendein wichtiges Anliegen? Muss wieder unterwegs sein, die Pia? Ja, Pia fängt wieder an, rumzujetten. Ich predige immer, dass wir die Umwelt retten und dann setze ich mich ins Flugzeug. Ich weiß, da bin ich sehr, sehr durchgängig inkohärent. Aber ich habe da so für mich meinen eigenen Weg gefunden, wie viel ich reise und wie viel ich eben versuche, meinen Fußabdruck zu minimieren. Und ich versuche auch auf andere Leute nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zuzugehen. Also morgen fliege ich nach Athen, weil wir ein Kick-Off-Meeting haben für ein großes europäisches Projekt, wo es um die Reduzierung von Pestiziden geht in Europa. Und wir haben jetzt 1,5 Jahre uns virtuell getroffen und Sachen ausgearbeitet. Und ich bin leider tatsächlich der Meinung, es geht nichts über ein reelles Treffen. Man ist anders mit Menschen zusammen, wenn man abends dann auch noch irgendwo was essen geht und zusammen ein Bier trinkt und mit den Leuten richtig networkt. Da kommen die richtigen Ideen und da kommen die richtigen gemeinsamen Projekte erst richtig zustande. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir uns jetzt zum ersten Mal nach 1,5 Jahren aus ganz Europa in Athen treffen werden für 4 Tage. Ja. Wunderbar. Ja, Networking. Ja. Networking ist wohl das Wichtigste, sowohl also in der Fotografie wie auch im Business. Also. Ja. Thomas, hast du noch eine Frage? Nee, alles nee. Erledigt. Alles erledigt. Keine Fragen mehr. Keine Fragen mehr. Nein, nein, es war sehr, sehr, sehr unterhaltsam mit dir. Also ich finde den Ansatz richtig klasse. Auch deine beiden Bücher mit dem Flow, das haben wir jetzt gar nicht besprochen. Auch eine prima Sache, also das mit der Kreativität und den Fragen dazu. Also ich habe das für mich tatsächlich jetzt mal ein bisschen adaptiert und werde die eine oder andere Sache da mal ja, als Projekt mal mit aufnehmen. Also ich fand das richtig, richtig spannend mit dir jetzt. Also auch die Beschäftigung damit. Sonst geht es schon mehr so oberflächlich durch, aber so, das war jetzt ein bisschen intensiver und ich freue mich drauf. Schön, dass du bei uns warst und vielleicht ja doch in Nizza, ne? Ja, ich würde mich freuen. Also vielen Dank für diese Einladung und ich sehe das so, ich sehe so kleine Samen aus, die setzen sich in den Köpfen fest und das sind alles Sachen, diese Entwicklung, die geht ja nicht in 2 Minuten oder in einem Workshop von 2 Stunden oder von 2 Tagen oder von 2 Wochen, sondern das sind kleine Sachen, die keimen langsam und bringen dann irgendwann die Früchte. Und wenn mir das gelingt, diese kleinen Samen so ein bisschen einzupflanzen und zum Keimen zu bringen, dann freue ich mich. Ja. Dann kommt die Biologin wieder durch. Wollte ich gerade sagen. Wunderbar. Gut, dann haben wir nächste Woche, was haben wir uns jetzt eigentlich ausgesucht? Selbstmotivation oder Mobilität? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Würde gerne über Selbstmotivation sprechen, weil es ein Thema ist, was mich beschäftigt und betrifft. Das ist ja quasi Fortsetzung von heute so ein bisschen. Ne? Genau. Machen wir noch ein PR-Update. Ja, vielen, vielen Dank. Alles Gute für dich und den anderen noch eine schöne Woche. Gleichfalls. Danke. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.